Immer mehr Stimmen sprechen unterdessen von der Möglichkeit einer Pleite Griechenlands. Ja, so ein Staatsbankrott Griechenlands würde schwer auf Österreichs Schultern lasten. Dieses Szenario würde Österreich, wie das Finanzministerium schon im Frühjahr 2010 errechnet hat, unmittelbar 5 Milliarden Euro kosten, zum Teil durch einen Ausfall von Staatsanleihen. Das ist aber noch nicht alles. Sollte danach die Eurozone auseinanderbrechen, würde ein Schaden von insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro entstehen, weil der Export zusammenbrechen würde und Banken gestützt werden müssten. Jeden Österreicher würde so ein Szenario ungefähr 5.000 Euro kosten. Die Schweizer Bank UBS hat ausgerechnet, dass das Ende der Eurozone jeden Bürger Deutschlands bis zu 8.000 Euro kosten würde. Wenn Griechenland gerettet wird, würde das für jeden Einwohner der Eurozone laut UBS einmalig rund 1.000 Euro kosten. Das werden wir jetzt gleich sehen. Also wenn Griechenland gerettet wird, 1.000 Euro. Diese Variante wäre also deutlich billiger, nicht nur für die Europäer, sondern auch für die Banken. Insofern ist natürlich eine Bankenstudie auch mit entsprechender Vorsicht zu betrachten.